Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 23 von Haven. Wir stehen hier ziemlich erschöpft vor unserem Nest, was mittlerweile echt cool aussieht. Aber wir müssen dringendst was für unsere Gesundheit tun und Hunger haben die beiden Hübschen, glaube ich, auch. Wenn wir dann den nächsten Tag haben, werden wir uns mal anschauen, wo die Hornisse runtergekommen ist. So, aber jetzt würde ich als erstes mal gerne was synthetisieren wollen, weil wir ja 27 Lufakride gefunden haben. Was passiert denn, wenn ich Lufakride und Lufakride zusammenmixe? Acrycilin plus 300. Das ist ja mega. Gut, dann machen wir nochmal welche. Aber diesmal nur so. Lufanol. Cool. Guck mal, was wir hier jetzt für tolle Sachen kriegen mit den ganzen Lufakriden. Und dann können wir gleich nochmal gucken, ob wir was Schönes kochen können aus den Lufakriden. Das ist nicht die Küche. Hier ist die Küche. So, kochen, wechseln und dann versuchen wir mal jetzt Harmoniebrötchen. Ach, wie toll. Die essen wir jetzt. Oh, die sehen richtig lecker aus. Oh, ich habe gerade eben gesagt, ich habe keinen Hunger. Und jetzt... Really? Why not? Isn't that supposed to be reserved for matchmaking ceremonies? Well, yeah. But I figured we aren't gonna have one of those anytime soon. And it would be a shame to let it go to waste. Pretty bad taste. Wetten, dass es schmeckt. Wanna bet? Try it. Okay. It's better than any of those I had in the apiary. Maybe because it doesn't have the bitter aftertaste? Yep. That would do it. Well, ooh, die Muschel. What is it? I thought it would be quite obvious. It's a present. Great, I see that, but what is it? Open it, silly. That's just the shell. Wait, what did you do? I thought it had a nice soundboard, so I added a bridge, some strings. You said you were missing your guitar. Stimmt, sie hat ja mal erzählt, dass sie Gitarre gespielt hat. Phew, I was afraid you wouldn't like it. Are you joking? It's bloody amazing. I can't believe you managed to do all this right under my nose. Is it in tune? I did my best. Machen wir jetzt Pling oder Plong? Das ist jetzt natürlich eine schwierige Entscheidung. Lass uns Plong nehmen. Yeah, it's not quite there yet. Sorry, I don't exactly have a perfect ear. Don't worry about it. I can figure that part out. It'll force me to get back into it. I might even be able to play a song soon. That's all I ever wanted. Ja! Unser Candies Brew ist fertig! Ooh, what's that smell? Could it be... some apple brew? Oh yeah! Hallo? Controller? Controller, what's the matter? Jetzt, alles klar. Wir nehmen das Candies Brew zu uns. Das müsste das Letzte sein, was wir nehmen können eigentlich. Did you think about the fact that this might be our last night? And that we just spent it getting hopped up on apple brew? Why would it be our last night? I don't know. You can never know. Tomorrow, another batch of hornets might show up and... we'll kick their butts. Yes, maybe. But at the same time, maybe not. Seriously though, don't you think about it? Doch oft? Yeah, often. And? And what? Well, what do you say? I mean, what would you do if you knew that this was our last night on Source? Let's say our last day. I'll give you that. Do you want me to show you what I would do? Okay, I know. That's also the first thing that crossed my mind. But we can't do that for 24 hours straight. We need to take breaks. So, besides that... what would you do? That's a real question. Do I have time to think about it? Yeah, sure. Take your time. I think that... Blumen pflanzen oder zu den Sternen aufschauen. Boah. Ich glaube fast, ich würde Blumen pflanzen, weil dann, wenn es der letzte Tag auf Erden für mich ist, dann würde ich mit den Blumen pflanzen noch was hinterlassen, was nach mir da wäre. Aber wenn ich zu den Sternen aufschaue, dann kommt mir das vielleicht auch nicht so schlimm vor, dass es der letzte Tag auf Erden vielleicht für mich ist. Ich würde Blumen pflanzen. I would plant some flowers. What? Okay, I was not expecting that. Sorry, it's stupid.
Oh, no, no. I don't find that stupid or anything. I just don't really understand why. I don't know. I guess I would want to leave a mark. Something pretty. I think a flower bed is much nicer than an old, rusty ship. Yeah, but it doesn't last as long. Depends. If no one covers them with concrete, or if the climate doesn't suddenly change, the flowers should keep on thriving. They're forever. Hmm. Good point. What would you like to do? Oh, no. I was thinking about a thing, but it'll sound lame by comparison. Oh, I doubt it. Yeah. You're always coming up with poetic stuff. Mine's just dumb. Just say it. Ich würde Grunzkitzeln gehen oder einen Spaziergang machen. Ich würde Grunzkitzeln gehen. I would go tickle Oink. Tell him goodbye, I guess. Ah, no way. I want to do that too. Who cares about the flowers? I pick Oink too. Hmm. Poor Oink. Note that we could do both. Phew. You know what else we would have time for? Eine Runde will den Knubbel oder ein Creme-Bären-Fondue. Ein Creme-Bären-Fondue, das wäre, glaube ich, das geile letzte Essen. A Creamberry-Fondue. Of course. Of course as in, of course I would say that, or of course we will have Creamberry-Fondue. Both. Mm-hmm. But we don't have to wait until our last day on Source to do all this, you know. No. Lucky us. But not tonight. Too tired. Do you want to go lay down? No, thanks. I'm good right here. Neue Flutsalvenreichweite. Damit ist die jetzt auf Maximum, glaube ich. Und maximale Gesundheit hat sich erhöht. Liebeshai, erreiche die maximale Beziehungsstufe, haben wir gerade als Erfolg bekommen. Ja, unser DNA-Strang ist jetzt auch nicht mehr wieder auf Null gesunken. Das heißt, wir können ihn nicht mehr wieder aufladen. Und unsere Gesundheit ist jetzt auf 300, also das Maximum. Das ist super. Okay, und wir müssten aber, glaube ich, nochmal, wir könnten nochmal was dafür tun, dass unsere Gesundheit wieder besser wird. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir Pfefferpillen nehmen und einmal schlafen gehen. Der Teddy im Regal jetzt, das ist ja so süß. Und jetzt nehmen wir hier nochmal einmal die Pfefferpillen. Haben wir genug von. Und dann haben wir auch mal endlich mal wieder unsere Maximalgesundheit. Das habe ich irgendwie in letzter Zeit immer so ein bisschen schleifen lassen. Wir können nochmal duschen gehen. You wanna shower with me? Oh, I just got out. What? You could have told me. I walked across the room right in front of you. Mm-hmm. Naked. You just don't look at me anymore. Okay, so. Und ich glaube, dann haben wir soweit die meisten Vorbereitungen abgeschlossen. Halt, nein, es gibt noch eine Sache, die ich machen möchte. Und zwar würde ich gerne wieder ein paar Omni-Sachen hier herstellen. Wir haben auch so viel Rost, oh mein Gott. Und wir haben aber keine Omni-Sachen mehr. Das heißt, da mache ich einfach mal schnell ein paar von. So, ich habe jetzt unsere ganzen Omni-Sachen mal aufgefrischt und jetzt koche ich mal noch ein bisschen was, dass wir was in den Kühlschrank stellen können oder unterwegs essen können. Und ich einfach mal noch ein bisschen hier... Oh, wir könnten es jetzt essen, weil sie schon wieder Hunger haben. Das sind Teigtaschen à la Kay. Dann essen wir die jetzt. Ladies and gentlemen. Please, call me you. It is a great honor for me to introduce to you for the first time in this universe... Drumroll. Turnover. À la Kay. Echt, du benennst dein Gericht nach dir? Nein, wir sagen Hurra, komm. That's the crowd going wild. I got that. This is a recipe you invented? One does not just invent a recipe, but yes, this is all me. Okay, I'll have a taste. Please. Hmm. So? Okay, I bow down. I have never tasted anything this good. You should open a restaurant. Hmm, good idea. But I wonder whether Source has enough of a customer base to open that kind of business. Well, I want a standing reservation. Every night, for life. That settles it. House is full. Ah, schön. Ready for the next chapter? Yes. Okay, where were we? The cows threw the two ladies into the void and took control of the spaceship. Oh yeah. So, the cows keep on zooming through space aboard their ship, and eventually stumble upon an inhabitable planet.
they decide to stop there for... Eine Zivilisation. To build a civilization. Yes, exactly. Die kleine Entschlossenheit However, mehr seit keine none of the cows Ahnung, know Auswahl. How das to build mich. A civilization. Mich. Rather than risk making a mistake, they decide to launch a fact-finding mission. One of them is sent back into space in order to collect as much documentation as she can. Along the way, she encounters dozens of civilizations, some of them ravaged by wars, others living in harmony, some of them sharing an asteroid, others spread over several galaxies, some of them inching close to catastrophic climate change, others billions of years old. Once she'd gathered enough data, the Explorer Cow decided to come back to her home planet and share her findings. But space-time does stretch. And what it took to travel through space long exceeded the cow's threshold. On the home planet, all of her sisters died waiting for her. Frightened, our explorer realized that she was the last remaining survivor of her species. Not to have traveled in vain, and in order to preserve the legacy of the Ultra Cows, the explorer decided to compile all of her knowledge. She recorded it all and placed it in a capsule which she sent floating through space. 10 greatest civilizations in the universe. You won't believe who's number 6. Ah. So, who is number 6? Richtiger Clickbait-Titel. The Apiary? No, we are. Source. Are we a civilization? She said you wouldn't believe it. Some blutin' list, that is. We should at least be in the top 3. Wir haben noch nichts mit der Heliga-Feder gemacht. Okay, dann werden wir jetzt mal das Nest verlassen und in Richtung der bösen Drohne gehen. Ja, weil ich das so, so gerne möchte. Das hier ist für Burble und ich würde sagen, los geht's. Habe ich ein bisschen Respekt vor der Drohne, die da jetzt wieder kommen könnte. Vielleicht? Ja. Da gehen wir ja jetzt hin. Wir gehen ja jetzt dahin. Hört auf zu quatschen. Hier, anlocken. Wir fliegen jetzt hierhin nach Nekama, um zu gucken, was hier in dem Kakon. In dem Kakon! Was ist in dem Kakon? Okay, dann lasst uns doch mal schauen. Aufregend, aufregend, aufregend. Vielleicht ist ja auch ein Mensch runtergekommen. Vielleicht hat sich ja auch ihre Mutter hierher bringen lassen, um vernünftig mit denen zu reden. Vielleicht ist es aber auch eine besonders gefährliche Drohne. So, wir stehen wieder nicht direkt vor der Brücke, die wir nehmen müssen tatsächlich. Okay, das ist die da hinten. So, nehmen wir die Brücke mal und lassen uns überraschen, was in dem Kokon ist. Gott. Okay, ich hoffe, ich bin vorbereitet. Ich schaffe das. Was bist du? Na? A hollow bug? So that's what was in the cocoon. But who? Ah, here you are, finally. I knew you wouldn't stray far from your nest. Osius? That's funny. I was fully expecting to find you two all skin and bones, matted hair, living like frightened animals. But you look very healthy. Especially you, you. You are resplendent. So, it seems like the hornets weren't too much of a hassle. For the record, I personally objected to sending them. I preferred a more peaceful approach. But you know the council. Always so reluctant to live with the times. What do you want? Same as ever. You. Nur über meine Leiche oder das hättest du wohl gerne? Nur über meine Leiche. You'll have to go through me first. If you wish to demonstrate your manhood and your strength by punching a hologram, be my guest. But I doubt this is going to impress anyone. You. I know we got off on the wrong foot, you and I. You have been on my mind constantly, ever since our brief and rowdy encounter last time. The matchmaker could not have made a better choice for the two of us. And I'm sure that deep down you think so too, which is why I don't want to bring you back to top by force. I'm confident that you will join me there of your own volition. What can I say? I'm a sentimentalist. It's just one more thing we have in common. Wir haben nichts gemeinsam und das wird nie passieren.
Ich will das drücken, was mir Entschlossenheit bringt. Und wenn dann nicht diese Entschlossenheit kommt, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe das Falsche ausgewählt. Das wird nie passieren. Wir haben nichts gemeinsam. That will never happen. And another one. We're stubborn. You see, we're made for each other, you. In time, you'll come to realize that. And I'm ready to show some goodwill until you do. So give me your conditions. Anything you want, I will do everything I can to satisfy you. Hässlicher ist er ja nicht, ne? Ich will Kay. I want Kay. I see. Some habits are hard to shake. Give me a chance. Take some time to know me. And after a while, if I'm still falling short for you, and you want to see Kay from time to time, I won't stand in your way. You really don't understand, do you? Oh yes, you. I understand. I understand not to take you for granted. I even understand the odds look against me. But I never imagined that a mere holographic visit would be sufficient to convince you. You see, my purpose was merely to announce my impending arrival. Been held up by a few council matters, but I'll be on my way soon. It's an opportunity to spend some time together. Learn to know one another. And to visit this source I've been hearing so much about. I'm sure my companionship will quickly change your mind. You'll see. And if that's not the case, then too bad. We can always recalibrate. What? Goodbye, you. See you very soon. No, wait. What? What did you just... Did he just talk about recalibrating? He did, but... I knew it. It's not a rumor. Recalibration really does exist. Calm down. He's probably bluffing. Why would he be bluffing? What bloating good would that do? He's trying to scare us. For what? So that I fall right into his arms, fear-stricken? What's the plan there? No, there is no way he's bluffing. That Boron has never had to bluff in his entire life. And if anyone has access to those kind of rotten practices, he does. Oh, they are going to recalibrate us. We'll have nothing left from one another. We don't know that. Can we sit down somewhere? My legs are feeling a bit wobbly. I guess we must be pretty close to the origin of the flow bridge. I've never seen it look so impressive. Please, enough with this bridge. Huh? I mean, it is the entire reason why we are having problems. Osius, the drones. But the bridge is also the reason why we're here. I know. But like, what if only we were able to use it? Maybe it could work just for us and no one else. I'm just asking for one little change in the universal laws of physics. Is that too much? It could work. What? Changing the universal laws of physics? No. I mean, if this bridge weren't here, we'd be completely cut off from the other planets in the apiary. No one could come and get us. Yeah, that's what I said. No, you don't understand. We could sever the flow bridge. Are you serious right now? Why not? A flow bridge is only a big bunch of flow threads woven together. If we can absorb a flow thread, maybe we could... Are you even listening to yourself? There's not a big bunch of flow threads. There are millions of them. Okay, dann halt ein echt großes Bündel. Wir wollen jetzt nicht zugeben, dass das Unsinn war. Komm, wir sind entschlossen. Oh, all right. A very big bunch. Maybe we could use the hyper rust. I see where you're going with that, but how would you do it? We can't exactly throw the hyper rust into a bag and wait for it to start sucking stuff in. Best case scenario, it would cut off a few flow threads on its way, and the bridges would come right back together. But then we could grab the flow. What? With our gloves, our boots, aren't we grabbing flow? Sure, but nowhere near that amount. Because the batteries are capped. But let's say I stick a bit of hyper rust on the glove's circuits, where the batteries are, for example. They would absorb the flow, which would collide with the hyper rust, which would evaporate or whatever. Let's say I remove the safety on the gloves so they could absorb several threads at a time. It would take a while, but it could take care of the whole bridge. And you could do that? If we had enough hyper rust, I think so. Then let's get to work.
Interessante Idee. Können wir den kleinen Kumpel hier mal untersuchen? No. Von hier aus geht es sogar noch weiter. Wir können hier sogar noch eine weitere Brücke finden. Aber ich würde jetzt erstmal hier schauen, dass wir ein bisschen was... Oh, no, 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 no. No, 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 no. Das ist wieder einer von diesen Skorpionen. Die wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh Gott. Und direkt in den reingerannt. Juhu. Auf. Nein, aufladen. Und den Omni-Rempler. Dann den Duo-Schuss. Dann den Duo-Rempler. Nochmal den Duo-Rempler. Mit voller Gesundheit ist es direkt mal viel einfacher. Schön. Dieser komische, der hat eine Hand hinten dran, der Skorpion, oder? Der hat eine Hand da hinten dran, ist ja witzig. High five? Blut. Another engine hood. Too bad we only have one engine. Ja, das ist echt komisch, dass wir jetzt noch so viele zweite Teile für das Nest finden. Also entweder wird sie irgendwann noch so eine Art zweites Nest bauen wollen oder wir brauchen die ganzen Teile doch nochmal, weil unser Nest irgendwie nochmal zerstört werden sollte. Oder das ist wirklich halt einfach so, dass wir die Option haben, an unterschiedlichen Stellen die Sachen zu finden. Ups, ja, allerdings. Aufladen. Sie macht mal ein Schild schnell. Oh, Blut! Let's get it. Sehr gut. And done. Hier, hier, hier. Und da unten ist auch noch was. Na komm, nicht gegen die Wand fliegen. Und die Insel gesäubert. Subi. Die Brücke haben wir jetzt aber noch nicht. Warte mal. Müssen wir an die große Flutbrücke hier jetzt echt dran? Und wenn wir die da... Da geht die los, ne? Ich habe das Gefühl, wir müssten die Brücke zurücknehmen. Weil an die weiß ich nicht, wie wir da jetzt rankommen sollen. Lasst uns nochmal kurz die Karte analysieren. Hier ging es gerade nicht weiter. Hier habe ich keine Brücke gesehen. Brücke durchtrennen steht da. Aber ich weiß nicht wie. Dafür müssen wir wahrscheinlich vorher erstmal wieder ins Nest zurück, damit sie macht, was sie hier alles angesagt hat. Und dann könnte man halt nochmal ein bisschen versuchen, dass man hier so die blauen Brücken und sowas findet. Okay, ja, dann werden wir das in der nächsten Folge machen, dass wir zurück zum Nest gehen und das alles machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Haven. Bis denne!